Ein schön gedeckter Tisch, eine wohlriechende Mahlzeit, erwartungsfrohe Gesichter von Kindern, die sich auf ein liebevoll zubereitetes Mahl freuen. Und dann verbringt die Familie so richtig viel Zeit am Essenstisch in Frieden und Harmonie. So wäre es natürlich am schönsten für die Familien, aber die Wirklichkeit sieht ganz anders aus, denn viele Familien essen gar nicht zusammen und kochen auch nicht wirklich, sondern wärmen vielleicht eher was in der Mikrowelle auf. Und dann beschweren sich Kinder auch oft, dass das, was auf den Tisch kommt, ihnen nicht schmeckt. Mit unserer heutigen Expertin möchte ich gerne über das gemeinsame Essen und das gemeinsame Kochen sprechen. Henrike Böck ist Kochdozentin und gibt Kinderkochkurse. Hallo. Hallo. Viele Eltern beschweren sich ja, dass die Kinder nur Pizza und Pommes mögen und an Gemüse nicht zu denken ist. Was raten Sie denen denn? Einfach früh anfangen, schon gemeinsam Speisen vorzubereiten und die Kinder da einzubeziehen. Und was passiert, wenn man das nicht rechtzeitig macht? Ja, da geht ein Stück Esskultur verloren. Das ist einfach schade. Mhm. Und vielleicht verlieren die Kinder auch ein bisschen Spaß dran, ne? Ja, ganz genau. Die sehen das dann eher als Pflicht an, als eine schöne Leidenschaft, die Kochen ja eigentlich ist. Wir wollen jetzt mal sehen, wie schön das sein kann, mit Kindern in der Küche zu kochen. Und deswegen werden wir uns jetzt mal ein paar Kinder dazu holen. Da haben wir den Beweis. Kaum liegt was Gesundes auf dem Tisch, wird es auch schon gegessen. Dann würde ich sagen, gebe ich dir mal das Heft in die Hand. Und wir schauen mal, wie du das mit den Kindern machst. Was wird denn heute gemacht? Wir machen heute einen Möhrenkuchen. Möhren-Walnusskuchen. Mhm. Mit Zimt. Passt schön in die Jahreszeit. Mhm. Gut, dann viel Spaß. Danke. Habt ihr sowas hier schon mal gesehen? Das macht ein Geräusch und vorne drehen sich gleich diese Teile. Damit rühren wir jetzt den Kuchen. Aber erstmal müssen wir anfangen, alle Zutaten abzumessen. Und ich würde sagen, Selma, kannst du mal anfangen und hier von dem Zucker 2 Tassen in die Schüssel geben? Ja. Genau, und noch mehr, noch einen Löffel. Immer, ne? Ja, noch einen. Ganz toll machst du das, prima. Und jetzt muss die Lilly, weil die die größte ist, das Öl da reinschütten. Ja, da sieht man ja auch gleich so ein bisschen die Herausforderung, mit mehr als einem Kind zu kochen oder zu backen. Wie regelt man das denn am besten? Och, man muss ein bisschen leidensfähig sein, würde ich mal sagen. Also die Küche muss danach auf jeden Fall geputzt werden. Und man darf halt keine Wunder erwarten, dass das von Anfang an perfekt klappt. Das ist natürlich auch klar. Oder wenn man gar nicht stressresistent ist, muss man halt nur mit einem Kind kochen oder backen und dann das nächste Mal mit dem anderen. Jetzt muss ich einmal hier schauen. Noch ein bisschen mehr. Das machst du total klasse. So, und jetzt ist der Fritz dran. Guck mal, hier sind Walnüsse in dem Beutel. Möchtet ihr die mal probieren? Möchtest du mal eine Nuss probieren? Du auch? Ja, klar. Das ist ganz wichtig, dass man das immer mal vorher probiert, was man da kocht. Ja, nee. Guck mal, hier ein Nüsschen für dich und für dich. Möchtest du auch eine Nuss, Selma? Mhm. Und die ist lecker, ne? Schmeckt die gut? Dann, Fritz, musst du jetzt mal die Möhre weglegen und mit der Tasse so hier draufhauen, dass die ganzen Nüsse kaputt gehen. Kannst du die Tasse hier festhalten und dann hier draufhauen? Prima. Klasse. Das sieht ja jetzt wirklich total entspannt aus. Wieso sieht das bei anderen oft so weniger entspannt aus? Das weiß ich nicht. Also jeden Tag möchte man das vielleicht auch nicht machen. Ja. Aber ich finde, man muss sich da einfach Zeit nehmen. Mhm. Man darf nicht erwarten, dass man in 20 Minuten dann so einen Kuchen im Ofen hat, wie man das vielleicht alleine hinkriegen würde als Erwachsener. Man muss sich dann einfach mal eine Stunde oder zwei für so eine Aktion Zeit nehmen. Mhm. Und dann klappt das auch. Und wenn es nicht klappt, vielleicht dann beim nächsten Mal. Ja, noch ein. Ja, also der Weg ist das Ziel. Hier reinschütten. Genau. Genau. Prima. So. Jetzt haben wir schon Zucker, Öl und Nüsse. Jetzt kommen da noch Eier rein. Kannst du das schon? Nimmst du mal ein Ei, haust das hier an der Kante auf. Prima. Genau, und dann kommt es da rein. Super. Toll. Ich glaube, das ist es. Da würden viele Eltern wahrscheinlich schon ein bisschen die Krise kriegen, wenn da die Eierschale im Teig landet. Noch eins. Genau, wieder an der Kante aufschlagen. Das ist glitschig ein bisschen jetzt, ne? Und dann da drüber halten. Kannst du noch mal ein bisschen Mehl hier reinschöpfen? Oder mit den Händen? Geht auch. Das fühlt sich schön an. Kannst du es da reingeben?
Und nochmal so eine Handvoll. Das Matschen ist wahrscheinlich auch wichtig, genau, ne? Genau, das Anfassen, das haptische Erlebnis, das ist ganz, ganz wichtig. So, und noch ein bisschen und dann können wir das Mehl... Genau, du auch noch ein bisschen und dann kommt das Mehl auch weg. Prima. Die genauen Mengen scheinen auch nicht so wichtig zu sein. Nee, das ist so ein Immergelingkuchen. Ist nicht schlimm, das kann passieren, du, das ist Ei. Gut fürs Holz. So, jetzt kann die Lilly noch ein bisschen Zimt hier reinschütten. Guck mal, da sind Löcher, da kommt der, fällt der durch. Ich sag Stopp, immer mehr noch, immer weiter, weiter. Und jetzt müssen wir noch eine Möhre da reinreiben. Habt ihr? Ja, können wir alle zusammen machen. Oder so. Genau, warte mal, Fritz. Ich fange mal an zu reiben. So, möchtet ihr auch mal probieren? Möchtest du auch mal reiben? Oder sollen wir erstmal die Finger sauber machen, Selma? Auch mal reiben. Auch mal reiben. Aber ja, dann mache ich dir einmal die Finger so ein bisschen sauber, dass das nicht so ein Spuckekuchen wird. Und da auch einmal. Und jetzt kannst du auch mal reiben. So, ich halte die Reibe fest und du kannst ganz toll reiben. Und auf die Finger musst du aufpassen, weil das ist ja hier scharf. Mach mal auf. Prima, komm, wir reiben zusammen, dann geht es noch besser. Den Möhrenschnee hier rein. Und wie ist das Ihrer Erfahrung nach? Also beim Kuchen ist es ja so, das essen ja die meisten Kinder gerne. Ist es wirklich so, dass wenn man auch was Gesundes zusammen kocht, dass die Kinder das dann eher essen? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe bei unseren Kindern früher im Kindergarten auch gekocht. Da wurde vollwertig vegetarisch gekocht. Mhm. Und ich habe so kleine Gemüseausstecher, die haben so eine Blümchenform. Und da haben wir alles an Gemüse ausgestochen. Oder beziehungsweise die Kinder durften das ausstechen. Und die haben dann alles sofort roh gegessen. Da ist also kaum was nachher zum Essen gekommen, weil die Kinder das vorher so weggenascht haben. Mhm. Und die haben einfach dieses Erlebnis, selber was anfassen zu dürfen, was mal zerbrechen, den Saft von irgendwas probieren, roh, was man sonst nur gekocht kennt beim Spargel oder so. Mhm. Und dann ist die Einstellung was ganz anderes. Die sind super stolz, dass sie das selber zubereitet haben. Und das alleine schmeckt dann schon besser nachher dann beim Essen. So, jetzt ist der Teig fertig. Jetzt müsst ihr den mal probieren. Ich fange mal an, den Teig hier reinzufüllen, weil das ist wirklich schwierig. Genau. Genau, das muss nämlich ein bisschen... Essen wir das gleich schon? Das essen wir gleich, genau. So matschig und klebrig sieht es dann hinterher eben aus, aber es hat den Kindern offensichtlich Spaß gemacht. Mir hat sehr viel Freude gemacht, Ihnen und den Kindern zuzuschauen. Vielen Dank, Henrike Böck. Gerne. Und jetzt würde ich natürlich auch gerne mal das Ergebnis probieren. Ja, bitte. Dankeschön. Und für euch haben wir das Rezept verlinkt und das könnt ihr euch ausdrucken, euch die Kinder schnappen und ab mit ihnen in die Küche gehen. Viel Spaß. Musik